So, hallo, mal wieder Bettvideo. Heute mal das Thema ein Kochbuch, wobei eigentlich ist es kein Buch übers Kochen, sondern ein Buch übers Schmecken. Ein richtig, richtig tolles Buch, deswegen möchte ich es empfehlen. Das ist der Geschmacksthesaurus von Nikki Segnit. Ist eine Engländerin, die hat richtig viel Ahnung vom Kochen. Man sieht vielleicht hier an dem Buchrücken, ich kann es mal so ein bisschen zeigen, die ganzen Marker, die da drin stecken, die ich mir da schon reingemacht habe, wie interessant das Buch für mich ist. Es ist nichts anderes als eine Zusammenstellung von Geschmackskombinationen, und zwar ein paar tausend. Also keine Ahnung, Kartoffel und Pilze, ist das eine gute Idee, das zu kombinieren oder auch nicht. Das sind teilweise kleine, ganz kurze Geschichten aus dem Leben. Geschichten aus der Küche und auch einfach ein Nachschlagewerk mit ganz, ganz vielen normalen, aber auch spannenden Geschmackskombinationen. Als Beispiel einfach mal eine Geschichte, muss ich kurz aufschlagen. Hier steht Spargel und Minze. Der französisch-amerikanische Koch Daniel Boulot dämpft Spargel über etwas Wasser, dem frische Minze und Zitronenschale beigegeben werden. Beträufelt sie mit kalt gepresstem Olivenöl und Zitronensaft und bestreut sie mit noch mehr frischer Minze. Falls Sie es selbst probieren wollen, übertreiben Sie es nicht mit der Minze. Schließlich wollen Sie nicht, dass aus Ihrer Spargelstange eine Zahnbürste wird. Also, das war ein kleines Beispiel dafür, wie es in dem Geschmacksthesaurus so zugeht. Es ist ein richtig schöner Wälzer für Leute, die gerne kochen, aber auch für Leute, die einfach nur gerne essen oder die was Lustiges lesen wollen. Also Empfehlung ist im Bloomsbury Verlag erschienen, gibt es in allen einschlägigen Online- und Offline-Buchläden. Viel Spaß!